Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuwidu-YouTube-Kanals. Ich freue mich, euch heute wieder mit einem spannenden Thema zu versorgen. Und das wäre eben halt, dass man auch die Fußhöhe, sprich also den Spann, bei einer Anprobe, beim Schuhkauf, beim Schuhbestellen, also demzufolge nicht ganz außer Acht lassen sollte. Weil es kommt eben halt nicht nur auf Länge und Breite an, sondern eben halt auch auf die Fußhöhe. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium darüber, wenn wir über die Passform sprechen. Weil über die Passform haben wir schon ein Video eingestellt. Wir haben über die unterschiedlichen Schuhlängen auch ein Video eingestellt. Wir haben schon über den Ausfall der unterschiedlichen Modelle bei einem Lieferanten haben wir auch schon gesprochen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Schuhe innerhalb einer Größe sehr unterschiedlich ausfallen können. Das war also auch wieder ein schönes Thema in einem Video. Jetzt geht es aber mit darum, weil wir haben ja in unserer Welt nicht nur die Zweidimensionalität, sondern wir sehen dreidimensional. Und deswegen ist es eben halt auch sehr wichtig, dass man den Fuß insgesamt sieht, so wie wir Kinderschuhtanten das machen würden. Und demzufolge auch nicht nur, wie sagt man so, Länge und Breite uns anschauen, sondern eben uns auch mal der Höhe eines Fußrückens ein gewisses Augenmerk schenken. Weil das ist nämlich wichtig, erst dann reden wir wieder von einer guten Passform, wenn der Schuh sozusagen wie eine zweite Hülle den Fuß umschließt. Und auch da muss man ja heute schon ziemlich vorsichtig werden in seinen Ausdrücken oder seinen Begriffen bei einem Beratungsgespräch, dass wenn man sagt, der Schuh liegt an, dass das dann immer gleich als Enge verstanden wird, was es natürlich nicht ist. Aber wenn der Schuh nicht anliegen würde, wäre er dann wiederum zu weit, was auch nicht gut ist. So, da verstehen Sie dann immer diese Gratwanderung, die man jetzt also gerade jetzt machen muss. Das betrifft uns jetzt aber, wie gesagt, nicht, weil es geht um diesen Teil des Fußes, nämlich der Fußrücken. Und auch der ist wieder bei jedem Kind unterschiedlich. Wir hatten es ja auch schon eingangs oder in vielen anderen Videos hatten wir es ja schon erklärt gehabt, dass die Füße so vielfältig sind wie der Charakter eines Menschen. Habe ich also mehrere Kinder, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, denn ich weiß, Kind A hat einen anderen Charakter wie Kind B und Kind C ist auch wieder eine Mischung, entweder von allen beiden oder hat wieder einen vollkommen neuen Charakter. Und so ist es auch mit den Füßen. So individuell, wie wir Menschen halt sind, so sind auch unsere Füße. Und somit versuchen wir natürlich, ich sag mal, mit unseren Modellen, die wir im Angebot haben, eine optimale Passform genau für diesen Fuß zu erreichen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir also die Füße messen. Auch darüber gibt es schon ein super tolles Video. Und anhand dieser gemessenen Fußgröße dann eine optimale Schuhgröße zu ermitteln. Natürlich mit der Voraussetzung, dass der Schuh dann auch wirklich optimal sitzt. Und jetzt habe ich mal, ich sag mal, zwei von uns ganz super gute Lieferanten. Und zwar mal hier den Curl genommen, um das mal zu verdeutlichen. Wir reden also jetzt hier von einem Schuh, der beides mal in der Größe 27 ist, der beides mal auch dieselbe Sohle hat und trotzdem von der Spannhöhe her unterschiedlich ausfällt. Das sieht man dann wieder im eingestellten Vergleichsbild oder wenn ich es dann mal hier so drauf stelle, sieht man eben halt auch das Modell vorne flacher geschnitten ist als das Modell im Hintergrund. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass der eine, dass beide Modelle jetzt sozusagen schon leicht abgefüttert sind, ein sogenanntes Wollfilzfutter haben, sind also etwas wärmere Übergangsschuhe oder wie sagt man so, der leichte Winterschuh, wenn ich es nicht so ganz super warm haben möchte am Fuß. Mein Kind hat eh schon warme Füße. Was will ich da noch mit einem super warmen Fuß, wo es eh noch drinne schwitzen würde? Aber das nur mal nebenbei. Aber hier sieht man eben halt auch, dass dieser, wie gesagt, ganz anders gearbeitet ist wie der bordeauxfarbene Kollege daneben. Und das hat was jetzt hier zum Beispiel mit dem Verschluss zu tun. Auch über die Verschlüsse hatten wir in den letzten Videos schon mal mit gesprochen.
Und demzufolge sieht man hier, hier habe ich einen ganz tollen, super leicht handelbaren Klettverschluss. Den kann ich besser zusammenziehen. Ja, damit wird der Schuh wieder enger. Ich kann ihn aber auch weiter lassen. Maßgeblich ist dann aber immer diese Stelle hier, die sozusagen nicht nachgibt. Und hier haben wir ein Modell mit dem Zipper, wo sozusagen die Verstellbarkeit jetzt darin beruht, dass ich hier sozusagen den Gummizug enger machen kann oder nicht. Das, was ich nicht verändern kann, ist die festgestellte Weite, eben halt bei diesem Modell, dass es hier halt nicht zu verstellen geht. Das muss man natürlich dann bei der Anprobe mit berücksichtigen. Aber wenn ich zum Beispiel ein Kind mit einem schlanken Fuß habe, wo ich vielleicht aber gerne im Winter dann doch noch mal eine dickere Socke anziehe, da hätte ich vielleicht hier die Gefahr, dass der mir zu flach ist. Flach, weil er hier schon aufliegt beim Tragen mit einer normalen Socke. Und dadurch, dass wir das im Winter oder bei den kühleren Temperaturen immer gerne aufpimpen wollen, würde man jetzt sozusagen hier das höhere Modell wählen, weil es einfach ein bisschen mehr Spielraum bietet. Dadurch, dass es aber im Normalfall mit einer dünneren Socke zu weit wäre, müsste man dann also hier wieder mit einer Sohle arbeiten. Und das zeigen und demonstrieren wir Kinderschuhtanten eigentlich tagtäglich, gerade in der Übergangs- und Winterzeit, weil eben halt da sehr oft das Thema kommt, welche Strümpfe ziehe ich an, ziehe ich dickere an, ja, nein, vielleicht. Und daraus sucht man dann den passenden Schuh heraus. Dasselbe Thema jetzt hier nochmal bei unseren Kollegen von Frodo, die ja auch wieder jedes Jahr uns mit wunderbaren und schönen Schuhen beglücken. Alles sind Modelle in Größe 25. Jetzt sieht man natürlich auch schon wieder, auch hier könnte ich darauf eingehen, dass jedes Modell in Größe 25 trotzdem eine andere Innenlänge hätte und demzufolge auch natürlich von der Auftrittsbreite immer kleine Unterschiede hätte, was die Weite im Schuh mit angeht. Aber das wissen wir ja und wir sagen das natürlich auch immer bei der Heraussuche der Modelle, warum, wieso, weshalb wir gerade dieses wählen. Und auch hier würde man jetzt zum Beispiel feststellen, dass gerade dieses und dieses Modell besonders hoch für den Fußrücken gearbeitet ist. Auch hier wieder wäre jetzt also unser Argument, wir schauen uns den Fuß an und damit gucken wir dann, welches dieser Modelle hier besser sitzt. Weil es kommt ja eben halt nicht mehr auf den Sitz hier in der Länge, in der Peripherie des Fußes mit drauf an, sondern wir wollen natürlich auch einen optimalen Sitz hier erreichen. Und gerade weil ja Kinderschuhe immer mit einem gewissen Freiraum verkauft werden oder gekauft werden sollten, sagen wir es mal so, auch darüber gibt es im Übrigen auch wieder ein ganz, ganz tolles Video, dann heißt es natürlich, der Fuß wandert ja nach vorne, der Fuß braucht Platz, weil der Spann, der Fußrücken wächst ja mit. Das ist ja das Teil, was sozusagen sich dann mit nach vorne schiebt. Das heißt, auch hier darf der Schuh dann vorne nicht wieder zu flach sein. Der Spann muss also Platz haben. Und das sollte man halt mit berücksichtigen, damit ich in der Länge und in der Breite und in der Spannhöhe den optimalen Schuh habe. Also, liebe Online-Käufer oder die noch nicht in Fachgeschäft gehende Eltern, schaut euch bitte genau die Schuhe an, die ihr dort erwerbt, weil das sind die Prämissen, nicht nur die Optik, sondern auch halt die Passform. Das sollte schon stimmen, damit mein Kind sozusagen nicht mit irgendwas auf der Straße oder durch das Leben läuft. Das wäre wirklich schade. Ich hoffe, ich konnte euch wieder weiterhelfen. Es wäre super toll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Thema wieder. Bis dahin.